Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele heute mit euch Go. In diesem Tutorial geht es um einen Bereich des Go-Trainings, der als Leben und Tod bezeichnet wird und im Japanischen Shikatsu heißt. Nachdem wir uns beim letzten Mal Steingruppen in der Brettmitte angeschaut haben, untersuchen wir heute Gruppen am Rand des Brettes. Dabei wird es um die Frage gehen, wie viele vom Angreifer umschlossene Steine, die der Verteidiger auf der zweiten Linie besitzt, es braucht, um eine lebende Gruppe zu konstruieren. Beginnen wir mit einer Gruppe von 8 Steinen. Ihr seht, dass Weiß die 8 Steine von Schwarz auf der dritten und zweiten Linie komplett umschlossen hat. Schwarz besitzt nur noch Freiheiten auf der ersten Linie. Dort muss Raum und Leben von Schwarz entstehen. Nehmen wir an, der Angreifer, also Weiß, ist am Zug. Weiß spielt einen Hane, um den Lebensraum des Verteidigers einzuengen, und Schwarz blockt. Der Block wird Osae genannt. Der gleiche Angriff spielt sich jetzt auch auf der anderen Seite ab. Doch als Ergebnis sehen wir, dass der Innenraum von Schwarz 4 Freiheiten umfasst. Erinnert euch an das letzte Tutorial, in dem wir uns Steingruppen im Brettzentrum angeschaut haben. Der Form, die 4 in einer Reihe genannt wird, entspricht jetzt die Form der Innenfreiheiten, die wir hier sehen. Und da bei 4 Freiheiten in einer Reihe eine Miyai-Situation vorliegt, lebt die Gruppe bedingungslos. Falls Weiß auf einem der Innenfreiheiten spielt, kann Schwarz mühelos 2 Augen schaffen und lebt. Schauen wir uns das noch einmal an. Weiß muss den Raum des Verteidigers verkleinern, deshalb geht er unter die Steine seines Gegners. Das ist eine wichtige Angriffstechnik, die ich euch schon einmal zusammen mit dem Go-Sprichwort "Im Hane lauert der Tod" vorgestellt habe. Schwarz spielt Osae, um Weiß aus dem Innenraum auszuschließen, und jetzt entsteht die erwähnte Miyai-Situation, die bedeutet, dass es 2 gleichwertige Optionen gibt, die Schwarz nutzen kann, um sich zu verteidigen. Falls Weiß auf A spielt, kann Schwarz auf B verteidigen und umgekehrt. So entstehen die beiden Augen, die Schwarz benötigt, um zu leben. Das Ergebnis dieses Abspiels zeigt, dass die 8 Steine in dieser Form leben. Falls ihr noch einmal wiederholen wollt, wie die Spielregeln und das Bauen von Augen mit dem Leben und Tod von Gruppen zusammenhängen, dann schaut euch mein Tutorial Nummer 2 an. Schauen wir uns nun eine Gruppe mit 7 Steinen auf der zweiten Linie an. Auch hier sind die Steine des Verteidigers auf der dritten und zweiten Linie komplett vom Angreifer umschlossen. Sollte der Verteidiger, also Schwarz, am Zug sein, spielt er einen Nobi von der zweiten auf die erste Linie abwärts. Dieser Abwärtszug wird in der englischsprachigen Fachliteratur als Descent bezeichnet und heißt im Japanischen Sagari. Weiß spielt einen Hane rechts, an der offenen Seite der Gruppe, und Schwarz blockt. Jetzt ist ein Innenraum mit 2 Vitalpunkten entstanden, die Miyai darstellen. Sollte Weiß auf A spielen, kann Schwarz auf B verteidigen und umgekehrt. Doch was passiert, wenn Weiß am Zug ist? Weiß spielt zweimal Hane und Schwarz spielt zweimal Osae, blockt also den Angreifer. Jetzt ist ein Innenraum entstanden, der nur einen Vitalpunkt besitzt. Und da Weiß den nächsten Zug spielen darf, besetzt er diesen Punkt. Damit tötet er die Gruppe. Das bedeutet, 7 Steine auf der zweiten Linie leben in dieser Form konditional. Wenn der Verteidiger zuerst ziehen darf, lebt die Gruppe. Darf der Angreifer zuerst ziehen, stirbt sie. Wie sieht es mit 6 Steinen aus? Angenommen, der Verteidiger darf zuerst setzen. Er beginnt mit einem Sagari, Weiß spielt Hane an der anderen Seite und Schwarz blockt. Ihr seht, dass jetzt 3 Freiheiten in einer Reihe entstanden sind. Diese Freiheiten können nur verteidigt werden, wenn der Verteidiger zuerst zieht. Doch jetzt ist Weiß, also der Angreifer, am Zug. Er tötet die Gruppe. Das bedeutet, 6 Steine auf der zweiten Linie sterben. Mit dieser Untersuchung haben wir herausgefunden, dass 6, 7 und 8 Steine am Rand die Vertreter von 3 unterschiedlichen taktischen Gruppen darstellen. 8 Steine und mehr leben bedingungslos. 7 Steine leben oder sterben, je nachdem wer am Zug ist, und Gruppen mit 6 oder weniger Steinen sterben. Dieses Wissen kann in einer Go-Partie enormen Einfluss auf eure Entscheidungen haben. Ihr solltet beispielsweise niemals versuchen, eine 6er Steingruppe in dieser Form zum Leben zu bringen, außer vielleicht in einer Co-Situation.
Eine interessante Frage, die sich insbesondere Beginner beim Durchdenken dieser Zusammenhänge stellen könnten, betrifft die Möglichkeiten des Verteidigers, aus der Umklammerung zu fliehen. Schauen wir uns dazu diese Situation an. Wir wissen jetzt, dass sieben Steine nicht überleben können, wenn der Angreifer zuerst spielt. Wir haben gesehen, dass Weiß zweimal, nämlich vorn und hinten an der Gruppe, einen Hane spielt, um den Innenraum zusammenzupressen, und wir haben gesehen, wie Schwarz diese Hanezüge geblockt hat. Was bedeutet, dass beide Hanesteine jetzt im Atari stehen und von Schwarz geschlagen werden können? Kann Schwarz das nicht zu seinem Vorteil nutzen und aus der Umklammerung fliehen? Was denkt ihr, wie Weiß reagiert, wenn Schwarz einen Stein schlägt? Weiß spielt einen Nobi auf der zweiten Linie. Wenn Schwarz nun auf der ersten verlängert, kann Weiß im Anschluss davor gehen und Atari spielen. Wenn Schwarz verbindet, um seine beiden Steine zu schützen, verbindet auch Weiß. Stellen wir uns kurz aus Gründen der Anschaulichkeit vor, die gleiche Sequenz würde auf der anderen Seite ebenso ablaufen. Wir sehen jetzt ganz deutlich, dass die schwarze Gruppe komplett umschlossen ist und keine Möglichkeit besitzt, zwei Augen zu bauen. Sie ist verloren. Doch was passiert, wenn Schwarz nicht verbindet, sondern einen Gegen-Atari spielt und den weißen Stein auf der ersten Linie bedroht? In diesem Fall braucht Weiß nur ganz einfach, die beiden schwarzen Steine herauszuschlagen. Sollte Schwarz daraufhin einen weißen Stein fangen, kann Weiß in Ruhe verbinden und Schwarz hat keine Möglichkeit zu entkommen. Wichtig für euch ist zu beachten, dass Weiß diese Möglichkeit nur dann besitzt, wenn er auf der zweiten Linie verlängert, nachdem Schwarz einen Stein gefangen hat. Sollte Weiß stattdessen Hani spielen, funktioniert das nicht mehr. Schwarz kann nun einen Gegen-Atari spielen und wenn Weiß jetzt schlägt, ist ein Ko entstanden. Falls ihr noch einmal wiederholen wollt, was ein Ko ist, schaut euch mein Tutorial Nummer 1 an. Schwarz darf in dieser Situation zwar nicht sofort zurückschlagen, aber er kann irgendwo anders auf dem Brett nach einer lokalen Drohung suchen, um einen Zug zu überbrücken. Wenn Weiß dann dort gegen die lokale Drohung verteidigt, darf Schwarz zum Ko zurückkehren und schlagen. Und jetzt hat Weiß ein Problem, denn wenn es Schwarz gelingt, den weißen Stein auf der ersten Linie zu schlagen, können sich wahrscheinlich alle schwarzen Steine aus der Umklammerung befreien. Angenommen, Weiß besitzt keine Ko-Drohung und kommt auf die Idee, mit seinem Stein auf der ersten Linie zu fliehen. Falls ihr mein Tutorial Nummer 4 zum Fangen auf der ersten Linie gesehen habt, wisst ihr bereits, dass diese Flucht nicht funktioniert. Schwarz verlängert einmal und falls Weiß erneut auf der ersten Linie setzt, spielt Schwarz das Netz, im japanischen Geta. Ihr seht, dass das die weiße Flucht verhindert. Falls Weiß noch einmal auf der ersten Linie setzt, kann Schwarz Atari spielen und drohen, alle weißen Steine auf der ersten Linie zu fangen. Weiß muss also zum Ko zurückkehren und falls Schwarz erneut eine Ko-Drohung findet, um einen Zug zu überbrücken und er das Ko schließlich gewinnt, kann er alle weißen Steine herausschlagen und so seine Gruppe retten. Was bedeutet das alles zusammengefasst? Es bedeutet, dass Schwarz keine Chance hat zu entkommen, wenn Weiß den richtigen Zug spielt, um die schwarzen Steine endgültig einzuschließen. Und dieser Zug ist der Nobi auf der zweiten Linie. Dieser Nobi vermeidet das Ko, denn nachdem zwei schwarze Steine auf der ersten Linie herausgeschlagen wurden, kann Weiß seine Steine in jedem Fall verbinden. Doch was passiert, wenn Schwarz von einem Sagari aus verlängert? In diesem Beispiel versucht Schwarz, eine Sechsergruppe zum Leben zu bringen, indem er einen Sagari spielt und Weiß antwortet korrekt mit einem Hane auf der anderen Seite. Stellen wir uns nun vor, Schwarz marschiert auf der ersten Linie vom Sagari ausgehend los, in der Hoffnung, ins Freie zu gelangen. Falls Schwarz keine Verbündeten in der Nähe hat, kann Weiß ganz einfach reagieren, indem er auf der zweiten Linie verlängert. Nachdem wir ein paar Züge gesehen haben, wissen wir, dass die Methode Schwarz nicht helfen wird. An der Ecke endet die Reise von Schwarz und die Gruppe ist verloren. Doch wie sieht es aus, wenn Schwarz in der Ecke verbündete Steine hat? In diesem Fall funktioniert das Verlängern auf der zweiten Linie für Weiß nicht, denn Schwarz kann schließlich verbinden und rettet seine Gruppe. Auch die Idee, einen Hane zu spielen, ist nicht gut für Weiß,
Denn Schwarz hat ja diesmal von einem Sagari aus verlängert und deshalb kann Weiß mit seinem Hane keinen schwarzen Stein ins Atari setzen. Die Antwort von Schwarz besteht darin, den weißen Stein ins Atari zu setzen und zu fangen. Ihr seht, dass der weiße markierte Stein keine Fluchtmöglichkeiten hat. Wenn also Verlängern und Hane für Weiß nicht funktionieren, was kann er sonst tun, um die Flucht der schwarzen Steine aufzuhalten? Weiß springt mit diesem Tobi auf der zweiten Linie und stoppt so die schwarze Flucht. Sollte Schwarz auf der ersten Linie springen, blockt Weiß, indem er einen Stein dahinter setzt und Atari droht. Wenn Schwarz verbindet, verbindet auch Weiß und falls Schwarz nun auf die zweite Linie nach oben steigt, blockt Weiß von oben. Zwar entsteht nun auf A ein Schnittpunkt, aber im Moment sieht es nicht danach aus, dass Schwarz diesen Schnitt zur Befreiung seiner Steine einsetzen kann, die ja nur noch vier Freiheiten besitzen. Doch wie sieht es aus, wenn Schwarz einen verbündeten Stein, hier mit A markiert, nicht irgendwo in der Ecke, sondern ganz in der Nähe hat? Das verändert die gesamte Situation. Nach dem schwarzen Sagari kontert Weiß mit einem Hane auf der anderen Seite, um den Lebensraum von Schwarz zusammenzupressen. Nur zur Erinnerung, weshalb Schwarz hier nicht lokal leben kann, stellen wir uns den schwarzen Block vor und den weißen Zug in der Mitte der schwarzen Gruppe. Die beiden markierten Steine zeigen den Ausweg für Schwarz. Schwarz verlängert auf der ersten Linie und falls Weiß mit einem Hane blockt, kann Schwarz diesen Stein fangen. Ihr seht, dass Schwarz den markierten weißen Stein jederzeit herausschlagen kann. Deshalb ist die schwarze Gruppe frei und gerettet. Doch Weiß könnte auch versuchen, von der zweiten Linie aus zu pressen. In diesem Fall macht Schwarz einen weiteren Zug auf der ersten Linie und verbindet auf diese Weise zu seinem Außenstein. Sollte Weiß einen Hane spielen, verlängert Schwarz auf der zweiten Linie und führt seine Gruppe so in die Freiheit. Das bedeutet, Schwarz könnte seine Gruppe mit Hilfe eines Außensteins aus der Umklammerung befreien und im Zentrum oder weiter am Rand Leben bauen. Doch wir sollten uns zum Schluss noch anschauen, wie Schwarz reagiert, wenn Weiß die Verbindung nicht zulässt und zwischen der schwarzen Gruppe und dem Außenstein einen Sagari spielt. Die Verbindung ist jetzt zwar nicht mehr möglich, aber Schwarz erhält die Chance zu einem Sagari auf der anderen Seite und damit lebt die Gruppe, denn A und B stellen Miai dar. Sollte Weiß einen dieser Punkte besetzen, dann spielt Schwarz auf dem jeweils anderen und lebt mit zwei Augen. In diesem Tutorial haben wir uns Gruppen am Brettrand auf der zweiten Linie angeschaut und herausgefunden, dass 8 Steine immer leben, 6 Steine immer sterben und 7 Steine davon abhängen, wer zuerst zieht. Wir haben gesehen, wie man die Flucht der eingeschlossenen Steine auf der ersten Linie verhindert und weshalb es wichtig ist, das Ko zu vermeiden, das dem Flüchtenden eine Chance gibt, seine Steine zu retten. Eine weitere wichtige Technik, die ihr euch merken solltet, ist der Sprung auf der zweiten Linie, um die Flucht der eingeschlossenen Gruppe von einem Sagari ausgehend zu verhindern. Und wir haben gesehen, welchen Wert ein Außenstein haben kann, wenn eine Gruppe um ihr Leben kämpft. In zukünftigen Tutorials werden wir immer wieder zu diesen Grundlagen zurückkehren. Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch diese Zusammenhänge gut einprägt. Im nächsten Teil werde ich euch eine geheimnisvolle Form des Lebens zeigen, die Seki heißt. Mit dieser Technik kann eine Gruppe leben, ohne zwei Augen zu besitzen. Wie das geht, erfahrt ihr im nächsten Teil. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Falls ihr Fragen, Anmerkungen oder Rückmeldungen habt, schreibt in den Kommentarbereich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, bye bye.